warum dich dein Besitz, dein Geld, dein Vermögen in den Burnout bringen kann. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, denn wir Männer, gerade wir Männer, überbewerten Vermögen und Geld. Und wir glauben, dass wir darüber Macht und Einfluss haben. Aber häufig ist es ganz das Gegenteil. Denn der Volksmund sagt ja schon, Besitz belastet. Und je mehr Besitz wir haben, desto mehr Verantwortung und desto mehr Perfektion wird wieder von uns verlangt. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen von einem Klienten von mir. Und der kam in den Kurs, der kam gerade aus einer Burnout-Klinik, die ihm leider so nicht helfen konnte. Das mag jetzt nicht an der Klinik liegen, sondern die haben möglicherweise nicht den richtigen Hebel gefunden. Und im Kurs, du bist der Held in deiner Welt, berichtete dieser Mann, dass er extrem viel Geld, ein großes Vermögen geerbt hat. Und seitdem ist er im Burnout. Seitdem ist er in der Depression. Die anderen Teilnehmer im Kurs hatten sofort eine Idee, das Problem hätten sie gleich gelöst, er muss ja nur sein Geld abgeben. Was die anderen zum Lachen brachte, brachte ihn eher zum Weinen. Was ist passiert? Und das ist das ganz Spannende, was in uns energetisch wirken kann, auch eben Geld und Vermögen. Dieser Teilnehmer, der hat ein wirklich großes Vermögen geerbt und von da an ist er ins Burnout gerutscht. Jetzt müsste man meinen, damit wäre er doch frei, damit hätte er doch all die Probleme gelöst. Aber hört, hört, da ist etwas Familiäres passiert. Denn das Geld hat er nicht von Mutter und Vater geerbt, sondern von Tante und Onkel, die kinderlos geblieben sind. Und weil sie kinderlos waren, haben sie es meinem Klienten vererbt. Und damit sie entsprechend Steuern sparen können, hatten sie ihn im hohen Alter noch adoptiert. Damit hatte er innerlich den Glauben gehabt, er ist untreu geworden. Er ist seiner leiblichen Mutter, seinem leiblichen Vater untreu geworden. Ein existenzieller Konflikt. Und das hat ihn ins Burnout gebracht. Das hat ihn abgleiten lassen in eine Depression. Wir konnten das im Kurs sofort regeln, das ist eine Sache des Mindsets. Er hat mit seinen Eltern darüber gesprochen, mit Mutter und Vater alles geregelt. Und so wahr ich hier stehe, die Depression war wie aufgelöst. Er hat noch ein paar Sitzungen bei mir im Anschluss gemacht und damit war er mit seinem Vermögen glücklich, denn die Eltern waren mit dem einverstanden, was er gemacht hat. So wirken unsere Beziehungen, so wirkt das Umfeld, so wirken andere Menschen auf uns, denn all die Menschen, die um uns herum sind, die sitzen uns hier oben oder auf der Schulter. Sie unterstützen uns oder sie halten uns zurück. Aber alles passiert nur bei dir im Kopf. Kein einziges Problem hast du alleine in deinem Leben, sondern immer im Miteinander. Und das Miteinander hat auch ganz viel mit Geldbeziehung zu tun, mit Vermögen, mit Kontakten und natürlich auch mit deinem Stand in der Gesellschaft. Was glaubst du über dich? Ist eine wichtige Frage. Was glaubst du über dich, wenn du zum Beispiel an dein Vermögen denkst? Was glaubst du dann über dich? Bist du es wert? Oder ist es dir ein Ballast? Oder was auch immer. Und wenn du diese Frage geklärt hast, den Glauben, wenn du diesen Glauben kennst, was ist dann deine größte Befürchtung? Vielleicht, dass du alles verlierst? Vielleicht, dass du ohne das gar nichts wert bist? Und dann kommt die wichtigste Frage, was tust du dann? Wie verhältst du dich? Was ist dein Verhalten? Suchst du nach Harmonie? Flüchtest du? Oder du kämpfst, du bist ein Krieger oder eine Kriegerin, du haust drauf, bis es Blut spritzt und diskutierst bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Oder du erstarrst, du ziehst dich zurück, wohin auch immer. Oder du möchtest am liebsten zurückgezogen auf einer einsamen Insel sein. Und dieses Verhalten ist eher destruktiv. Diese Verhaltensmuster, die ich dir geschildert habe, die blockieren dich für einen weiteren Erfolg. Wenn du sie ändern möchtest, sollten wir ins Gespräch kommen. Hier oben hast du einen Selbsttest hier auf YouTube, den du nochmal ansehen kannst. Und hier unten kommst du mit mir in Kontakt für ein 20 Minuten, 30 Minuten Gespräch, wo wir deine Fragen klären. Ich freue mich. Mein Name ist Uwe Pettenberg. Ich bin Coach, Trainer, Unternehmensberater und insbesondere Männercoach. Und eines weiß ich ganz sicher, du bist das wichtigste Wesen, du bist der wichtigste Mensch auf dieser Erde in deinem Leben. Du bist der Held in deiner Welt. Das ist kein Egoismus, sondern Verantwortung. Verantwortung deinem Vermögen gegenüber, Verantwortung deiner Firma gegenüber und auch natürlich ganz wichtig Verantwortung deiner Gesellschaft, deiner Familie, deinen Kindern gegenüber. Pass gut auf dich auf. Ich freue mich, wenn wir uns bald sprechen. In diesem Sinne, bis gleich. Tschüss.